Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es denn heute gehen? Heute werden wir uns mit dem Thema Winterstiefel beschäftigen. Warum? Es ist Winter. Ich hatte eigentlich die Idee schon vor einigen Monaten, da war es definitiv zu warm. Aber es kommt jetzt immer mehr auf einen zu. Und wenn dich das Thema Winterstiefel interessiert, Pros, Kontras, Grundlagen und so weiter, dann bist du hier genau richtig. Dieses Video ist das erste Video von mindestens zwei Videos. Warum? Ich bereite ja gerade eine arktische Expedition, das heißt Expedition, eine arktische Tour vor. Und da muss man sich natürlich immer mal wieder mit dem Thema Winterstiefel beschäftigen. Aber ich bin hier auch in Deutschland mit Winterschuhen konfrontiert. Und dementsprechend hat man da auf einmal eine sehr große Bandbreite. Sag mal, was braucht man? Warum braucht man? Was sind denn eigentlich die Eigenschaften? Und warum kosten die Dinger manchmal echt viel Geld? Brauche ich das? Und wenn ja, wie kann ich das? Oder wenn ich es nicht brauche, wie kann ich das umgehen? Also dieses Thema, das werde ich jetzt hier ein bisschen beleuchten, weil das Thema Winterstiefel eben nicht nur ist, ich kaufe mir einen Stiefel, möglichst dick, gehe da rein und freue mich, sondern da kann man nämlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, abwägen, was hier für diese Region oder eben für Regionen, wenn man dann doch in Lappland oder noch weiter oben unterwegs ist, dann brauchen kann. Ich gerade erwähnte, sind es mindestens zwei Teile. Das heißt, in diesem Teil werden wir uns eben diese Grundlagen, diesen ganzen Kram anschauen. Und im nächsten Teil werde ich dir dann drei Setups vorstellen, die ich selber jetzt seit längerer Zeit, also sprich über Jahre hinweg, in Verwendung habe für die verschiedenen Einsatzszenarios. Und da gehen wir dann wirklich auf Produkte ein und Produktkombinationen, sodass du dir dann ein Bild machen kannst, wie das dann, sagen wir mal, praktisch aussieht, sodass du vielleicht eine Idee hast, in welche Richtung würdest du gehen, was könnte dir helfen, was könnte dir nicht helfen. Also dementsprechend das zweigeteilt. Jetzt geht es eher um den ganzen, sagen wir mal, Wissenshintergrund. Und im nächsten geht es dann definitiv um die, sagen wir mal, anfassbaren Schuhe, mit denen man dann loslaufen kann. Ja, und das Erste, was man sich natürlich überlegen muss, aber was sind denn eigentlich wirklich die Anforderungen an so ein Schuhwerk? Und wie wichtig ist die jeweilige Anforderung in meinem Kontext? So, und hier muss man sich eben ein wenig damit beschäftigen. Ein grundlegendes und wahrscheinlich auch ganz offensichtliches Kriterium ist natürlich die Isolation. Sag mal, es muss eine bestimmte Kälte ertragbar machen oder aushaltbar machen. Und dementsprechend habe ich eben hier einen entsprechenden Isolations, sagen wir mal, Bedarf oder einen bestimmten Isolations, sagen wir mal, ein Isolationsoptimierungsziel, für das ein solcher Schuh hin dann auch gebaut worden ist. Naja, und nicht nur gegen Kälte muss man sich schützen, sondern eben auch gegen Wasser. Und da sprechen wir von einer Abdichtung. Sag mal, welche Form der Abdichtung oder wie stark muss diese Abdichtung sein? Und auch hier haben wir natürlich die Herausforderung, je dichter das Material, desto weniger Transparenz hat es. Also auch, also wenn nichts reinkommt, geht auch nichts raus. Ja? Und dementsprechend sammelt sich dann auch Feuchtigkeit innerhalb des Schuhs an. Also das Abdichten oder wie abgedichtet muss so ein Stiefel sein für das Umfeld, in dem du dich bewegst, ist eben auch nochmal ausschlaggebend. Und dann gibt es natürlich noch Messwerte oder sagen wir mal, gibt es ja noch Werte, die an solchen Schuhen dranstehen, ja, oder die mit so einem Schuh mitgeliefert werden. Und hier sprechen wir von diesen Temperaturbereichen. Das heißt also, hier werden, sagen wir mal, Klassifizierungen angegeben. Dieser Schuh ist geeignet bis minus 10 Grad, minus 35 Grad und so weiter. Da muss man natürlich auch erstmal hintersteigen, sagen wir, was bedeutet das eigentlich und was bedeuten diese Temperaturbereiche denn transponiert für mich dann, ja. Nächster Punkt sind die Materialien eines Stiefels. Also welchen mechanischen Abrieb muss es zum Beispiel standhalten? Wie robust muss er sein? Oder wie leichtgewichtig darf oder soll er sein? Wie schnell darf er denn kaputt gehen? So, es ist natürlich was anderes. Ich brauche einen Winterstiefel, der 20 Jahre Holzfällerarbeiten durchstehen muss. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich bin jetzt hier, mache einmal diesen großen Schneeschuh-Trip da. Das ist irgendwie, möchte ich einmal machen und dafür muss reichen und dann ist das Material eigentlich auch egal, ja? Also wenn es dann nach einer Woche eben mehr oder weniger einen Geist aufgibt. So, und das hat auch sehr große großen Einfluss darauf, wie dieser Schuh konzipiert ist und wie der im Gesamtkonstrukt dann eben, sagen wir mal,
sich darstellen darf. Wenn wir vom Material sprechen, dann können wir auch gleich davon sprechen, sagen wir, die Isolation. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, Isolation des Schuhs an sich. Aber ein spezieller Teil der Isolation ist eben die Isolation des Fußbettes oder des Fußes, der Sohle. Und die kann auch unterschiedlichen Anforderungen dann entsprechen müssen. Zum Beispiel sitze ich nur, zum Beispiel, weil ich irgendwo bei der Jagd bin, im Ansitz. Also muss ich das haben? Muss ich mit dieser Sohle eben mich viel bewegen? Muss diese Sohle zum Beispiel Temperaturen aushalten, die andere Materialien spröde werden lassen? Und. Also die Isolation der Sohle an sich ist ein Punkt, der wird leider oftmals vernachlässigt oder eben auch nicht differenziert wirklich damit beschäftigt. Ja, und dann, welche Teile kann ich eigentlich aus so einem Schuh herausnehmen und oder ersetzen? So, und das ist nämlich auch ein ziemlich maßgeblicher Teil dann auch später für die Tour und Tourenplanung oder für die Materialersatzplanung, wenn man jetzt bei anspruchsvolleren Touren ist und nicht nur ein wenig hier spazieren geht. Da muss man nämlich zum Beispiel wissen, welche Teile kann ich ersetzen, welche Teile kann ich als Ersatz überhaupt mitschleppen, wie ist diese Ersatzverwendung denn auch gedacht oder auswechselbare Materialien pro Tag und. Also, welche Teile sind modifizierbar unterwegs, welche Teile kann ich zum Beispiel auch reparieren oder eben auch nicht. Dann muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn es ein Winterstiefel ist, in welchem Umfeld wird es benötigt und dementsprechend ist die Traktion der Sohle auch maßgeblich. Also ist leichter Pulverschnee, habe ich felsiges Gebiet, habe ich Eis, ne? All solche Sachen. Welche Untergrundbedingungen müssen, sagen wir mal, von diesem Schuh bewältigt werden? Und auch da sollte man ein Augenmerk eben drauf legen, auf die Traktion oder auf das, was man unten an der Sohle dann eben auch machen kann. Sind die Dinger steigeisenfest? Ja, nein. Brauche ich das überhaupt? Kann ich einen Schneeschuh dran montieren? Ja, nein. Ist das Profil so, dass es mit Schnee sofort voll ist oder nicht? Und so weiter und so weiter. Ja, und dann, was natürlich ganz wichtig ist, wie hoch ist der Stiefel? Es macht nämlich schon einen Unterschied, ob ich 20 cm oder 25 cm habe, je nachdem, in welchem Umfeld ich bin. Wenn ich natürlich in einem Umfeld bin, wo nur so viel Schnee ist oder wo ich größtenteils auf Eis bin, dann ist vielleicht die Höhe des Stiefels nicht so interessant, als wenn ich mit Tiefschnee bei Schneeschuhtouren zu tun habe oder Ähnliches. Ja? So, also dementsprechend die Höhe des Stiefels ist auch ein recht wichtiges Kriterium dann später für die Auswahl des jeweiligen Modells. Eine andere Sache, die auch, sagen wir mal, manchmal zu Komplikationen führt, ist das Verschlusssystem des Schuhs selber. Das heißt, wenn ich jetzt in einem moderaten Umfeld bin, kann ich sicherlich mit einem filigranen, sagen wir mal, Schnürwerk umgehen, weil ich die Finger auch jederzeit rausholen kann und feinmotorisch da was machen kann. Es kann aber durchaus sein, dass ich eben richtig fette Handschuhe lieber anlasse, weil es minus 25 Grad, starker Wind sind. Da möchte ich natürlich nichts nachbesser machen tun wollen. Genauso ist der Verschluss des Schuhs natürlich auch wichtig, je nachdem, wie ich mit dem Umfeld nicht nur Kälte, sondern auch Feuchtigkeit zu tun habe. Wenn Reißverschlüsse drin sind, sind die denn auch wasserdicht? Ja, nein, müssen sie überhaupt wasserdicht sein? Und. Also die Bedienung, dann die Einflüsse auf Isolation als auch die, sagen wir mal, Abdichtung des Schuhs. Ja, und zu guter Letzt, all die Optimierungsziele laufen meistens genau gegen das Gewicht. So, und dementsprechend auch hier ist natürlich die Frage, ist Gewicht eins der kritischen Elemente hier bei diesem Ja oder Nein, beziehungsweise ist ein wichtiges für dich jetzt Ja oder Nein? Aber solche Schuhe können von 800 Gramm bis 2,5 Kilo wirklich alles auf die Waage bringen. Da muss man dann schon, sagen wir mal, sich im Klaren sein, wie wichtig ist das jetzt für einen oder eben auch nicht. So, was bedeutet das nun alles für uns? Im Großen und Ganzen muss man sich jetzt überlegen, sagen wir mal, welche Materialien stehen zur Verfügung zum Beispiel und welche sind für mich interessant. Also bin ich zum Beispiel in einem Umfeld plus 5 Grad bis minus 5 Grad, es kann eben auch mal richtig matschig und nass werden, habe ich mit Regen zu rechnen. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Da brauche ich natürlich Material, was eher wasserdicht ist. Und da ist es für mich wichtiger, kein Wasser kommt rein, als Wasser darf raus. Ja. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch, sagen wir mal, eher solche durchlässigen Materialien, wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, was auf der einen Seite zum Beispiel relativ kalt ist, minus 20, minus 25 Grad,
aber trocken. Ja, weil ich da eben kein Problem habe, dass ich da irgendwie durch eine Pfütze durchlaufen muss oder ähnliches. Ja. So, das gibt mir natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, weil in so einem Environment zum Beispiel, wenn es eher trocken und sehr kalt ist, da muss natürlich möglichst viel Feuchtigkeit raus. Aber ich brauche keine Angst haben, dass eben Feuchtigkeit reingeht, weil das ist so. Außerdem die Isolation. Habe ich weniger Isolation, kommt natürlich mehr Wärme des Fußes raus aus dem Schuh. Und dementsprechend kann Schnee, der draußen dran liegt, natürlich eher schmelzen und dann als Wasser eindringen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wird meistens überhaupt gar nicht beachtet. Und dann wundert man sich, warum habe ich eigentlich nasse Füße? Ja klar, weil so ein Schuh, der eben eigentlich ein Dreijahreszeiten-Schuh ist, der ist vielleicht nicht kalt, ja, aber er ist halt so warm, dass der Schnee auf diesem Schuh oder an diesem Schuh schmilzt und dafür sorgt, dass eben dann alles schön durch die Nähte reinläuft. Ja. Dann die Höhe des Schuhs. Natürlich, klar, es hat unterschiedliche Auswirkungen. Muss ich zum Beispiel damit klettern, kraxeln, sonst was, dann ist die Gelenkigkeit des Schuhs was anderes, als wenn ich zum Beispiel eine lange Schneeschuhtour mache. Da muss ich eben nicht so viel damit arbeiten. Dann möchte ich eher sagen wir mal einen starken Schuh haben, keinen Schalenschuh wie jetzt im alpinen Bereich, mit dem ich klettern muss oder steigeisenfest sein muss. Sondern hier habe ich eine, sagen wir mal, härtere Sohle. Dafür darf sie aber auch dicker und isolierter sein. Ich möchte den Schuh höher haben, weil ich eben zusehen möchte, dass eben kein Schnee von oben reinläuft. Vielleicht auch eine Schneeschürze oben dran. Ja, solche Sachen, die sind dann eher wichtig. Dann ist ein Punkt, und auf den möchte ich jetzt ein wenig genauer eingehen. Das ist das Thema Filz-Innenschuh. Ja, also man kann sozusagen zwei große Gruppen bilden von diesen Winterschuhen oder wintertauglichen Schuhen. Das eine sind diejenigen, das eine sind die, die sagen wir mal eine dünne oder dicke Fütterung haben, aber aus einem Stück sind. Und dann gibt es eben die Winterschuhe, die sagen wir mal eine robuste Außenhaut haben und eine Bodenisolation, aber dann darin ein extra Filzstiefel. Und wofür brauche ich das eigentlich? Oder warum ist das gut? Oder wann ist es gut? Und wann ist es eher kontraproduktiv? Das werden wir uns jetzt mal kurz in einigen Punkten anhören oder anschauen. Durch den Kopf gehen lassen, wie auch immer. Der Filzstiefel. Der Filzstiefel ist sehr verbreitet, sagen wir mal, in Stiefeln, die für kältere Bereiche gedacht ist und die, sagen wir mal, für längere Draußentouren angedacht sind. Ja? So, und zwar der erste Grund, Filzstiefel, warum? Isolation. Filz ist halt ein guter Isolation oder ein Isolationsinnenstiefel, meinetwegen auch aus einem anderen Material. Aber meistens ist es eben Filz, weil das Zeug hat eine sehr gute Isolationswirkung. Das heißt, da kommt eben nochmal ein dicker Innenschuh rein und dann wird das Ding eben warm. Damit habe ich eben eine robuste Außenhaut und eine Isolationsschicht innen in Form dieses Filzstiefels. So, das ist der erste Punkt, Isolation. Der zweite Punkt ist, Filz kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, wir sprechen hier vom Thema Feuchtigkeitsmanagement innerhalb des Stiefels. Also, wenn ich in kalten bis sehr kalten Regionen unterwegs bin, wenn ich da schwitze oder Feuchtigkeit habe, dann kann das zu einer wirklich bedrohlichen Gefahr werden. Weil Feuchtigkeit, Kälte, das könnt ihr euch vorstellen. Jetzt ist es so, wenn ich lange laufe und ich habe einen feuchten Fuß, weil es eben sehr stark isoliert ist, dann ist es zwar warm, aber der Fuß ist feucht und dann habe ich Reibung, Blasen und so weiter und so weiter. Also das, was ich bei jedem normalen Stiefel dann auch habe. Nur, wenn ich natürlich einen sehr, sehr dichten Stiefel habe, wo nichts reinkommt, da geht eben auch nichts raus, dann muss das Wasser irgendwo hin und Filz ist zum Beispiel ein Element, das kann eben sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, damit vom Fuß halt wegtransportieren und dann kann ich diesen Filzstiefel eben rausnehmen und trocknen, wenn er feucht ist. Also Feuchtigkeitsmanagement ist auch ein Punkt, warum so ein Filzstiefel eben sehr gut ist. Ein weiterer Punkt ist eben Komfort. Klar, wenn ich einen dicken Filzstiefel da drin habe, dann steht es sich sehr gut da drin. Er ist weich, er ist warm. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich eben so einen Stiefel habe, mit dem ich eher sitze, mich nicht bewege, dann ist es so, dass eben dieser Filzstiefel, sagen wir mal, schön flauschig, gemütlich und so weiter sein kann. Wenn ich mit dem den ganzen Tag wandern will, dann muss ich natürlich schon aufpassen, dass der eben nicht
Reibungen entstehen, dass eben keine Druckpunkte sind und so weiter. Ja, also man muss auch zusehen, dass es eben nahtfrei alles ist. Wenn ich sitze, ist es nicht so wichtig. Wenn ich damit aber eine Schneeschuhtour mache, dann sollte ich zusehen, dass ich also nahtfreie Socken als auch nahtfreie Füllstiefel habe. Ansonsten kann es sehr ungemütlich werden. So, Vielseitigkeit bei so einem Füllstiefel, der ist sehr praktisch. Warum? Weil, wenn ich jetzt so einen Füllstiefel habe, dann hat er meistens unten noch so eine etwas härtere Sohle. Damit kann ich den zum Beispiel als Hüttenschuh gleich mit benutzen. Das heißt, wenn ich irgendwo an einer Hütte ankomme, kann ich den Außenstiefel ausziehen, zum Trocknen irgendwo hinstellen. Den Füllstiefel, den nehme ich dann als Hüttenschuh. Wenn ich mit Rucksack und Zelt und Schlafsack unterwegs bin, dann kann ich diesen Füllstiefel natürlich auch im Schlafsack dann haben, ja, oder im Zelt tragen. Ich habe also einen Isolationsschuh, den ich auch weiter benutzen kann. Hat natürlich den ganz großen Vorteil, wenn ich diesen Füllstiefel mit in meinen Schlafsack nehme und dann die Nacht dort verbringe, dann kann ich diesen warmen Füllstiefel anziehen, ja, der hoffentlich dann auch wieder trocken ist, falls er denn sehr nass geworden ist, und kann dann mit diesem warmen Füllstiefel in den kalten Außenschuh einsteigen. Ich verliere also nicht die Temperatur. Ich habe nicht das Problem, dass mir erstmal die Füße einfrieren, wenn ich sie mühsam wieder warm bekommen muss, sondern ich behalte warme Füße und kann relativ schnell, ja, eigentlich aktiv werden. Ja. Also das heißt, nur der Außenschuh muss ein bisschen beweglicher werden. Wenn die Temperaturen so niedrig sind, dass es dann eben wirklich zu Versteifungen da an dem Außenschuh selber kommt, durch das Material an sich. So. Ein weiterer Vorteil ist, wenn dieser Filzschuh herausnehmbar ist, dann kann ich natürlich auch einen neuen Filzschuh dafür kaufen. Das heißt, ich kann den also auch ersetzen. Ich habe also ein wartbares, ein ersetzbares Teil für diesen teuren Stiefel, indem ich einfach einen neuen Filzschuh kaufe. Und, was man nicht vergessen darf, so ein Filzstiefel, ich habe dann immer ein zweites Paar Filzstiefel im Rucksack. Nehmen wir mal an, wir laufen also durch die Gegend. Ich gehe also jetzt irgendwo hin und das Ding wird irgendwie nass. Also ich breche doch mal durch eine dünne Eisschicht, habe Wasser im Schuh oder warum auch immer, ist Schnee reingekommen, ist total nass oder was auch immer. Wenn dieser Filzstiefel eben wirklich nass ist oder der Schuh nass ist und ich kann den auseinandernehmen in zwei Teile, kann ich ihn A, besser trocknen. Das ist das Erste. B, so einen Filzstiefel kann ich am Feuer wesentlich besser trocknen. Da sind nämlich keine Klebeteile wie dieser Außenschuh. Das tut dir manchmal überhaupt nicht gut und dann kann man nämlich am nächsten Tag zusehen, wie sich der Kleber löst. Und ich kann immer einen trockenen Füllstiefel noch dabei haben. Das heißt, wenn der nass ist, der ganze Schuh, ich kippe das Wasser aus, ich nehme den nassen Füllschuh raus, ich nehme den neuen Füllschuh. Vielleicht auch, manche machen dann sogar, nehmen so eine Art Plastiktüte dann darüber rum, damit der restliche nasse Schuh den Füllschuh nicht gleich wieder nass macht. Gehen damit dann in den nassen Stiefel rein und siehe da, ich habe warme, trockene Füße, obwohl der Außenschuh eben noch, sagen wir mal, nass ist. Und das sind sehr viele große Vorteile für Filzstiefel oder diese Filzinnenstiefel. Und die findet man meistens bei Schuhen, die wirklich für tiefere Temperaturen und für längere Außenhalte draußen dann konzipiert worden sind. Ja. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil im Gegensatz zu Stiefeln, die vielleicht dieselbe Kältespezifikation haben, aber aus einem Teil sind. Weil wenn der nass ist, ist er nass. Wenn das Innenfutter kaputt ist, ist es kaputt. Ja. Und dementsprechend würde ich mich persönlich immer für einen Schuh entscheiden, der aus zwei Teilen besteht, dass ich A, einen zweiten Füllstiefel mitnehmen kann und B, dass ich da eben auch ausgleichen kann. Außerdem, Filz ist ein relativ langlebiges Produkt. Es gibt auch Stiefel, die haben dann Lammfell drin oder irgendwelchen Flausch oder sonst irgendwas. Aber Filz ist eben sehr robustes Zeug und das dauert schon, bis man den hinbekommt. Winterstiefel und Socken. Winterstiefel und Socken, die gehören zusammen. Man muss sich auch überlegen, wie das zusammenpasst, beziehungsweise wie man das kombinieren kann, sollte. Also, habe ich zum Beispiel sowas wie einen Behördenstiefel, also einen Kampfstiefel von der Bundeswehr oder was auch immer, oder ich habe einen einteiligen Schuh, dann ist es immer gut, wenn man zwei Paar Socken anzieht. Nämlich einmal ein dünnes Paar Merino-Socken direkt an die Haut oder irgendetwas, was eben Feuchtigkeit wegtransportiert. Dann eine dicke Socke drumherum, die eben die Wärmeisolation nochmal gibt, die diese, sagen wir, es auch ein bisschen weicher macht und eben als Feuchtigkeitsspeicher dienen kann. Ja. So, das mache ich bei Schuhen, die nur aus einem Teil bestehen, um möglichst viel Feuchtigkeit eben vom Schuh selber wegzuhaben und vor allen Dingen von der Isolationsschicht des Schuhs,
weil ich möchte um Himmels Willen nicht, dass die feucht wird. Ja. Dann habe ich lieber ein zweites Paar Socken dabei. Wenn ich jetzt mit so einem Stiefel zum Beispiel, einem einteiligen Stiefel, das Nässeproblem habe, weil ich irgendwo ins Wasser einbreche und das Wasser läuft von oben rein und das Ding ist halt einfach komplett nass, kann ich natürlich ein ähnliches Vorgehen machen wie mit dem Filzstiefel. Ich habe ein zweites Paar dünne Socken, die ziehe ich an, und ich habe ein zweites Paar dickere Socken, aber diesmal diese Sealskin-Socken. Das sind also Socken, die wasserdicht sind. Die bestehen aus zwei Schichten und dazwischen haben sie eben so eine Kunststoffschicht. Und dann ziehe ich die an und laufe damit noch weiter. Dann habe ich auch wieder warme, trockene Füße. Die sind vielleicht nicht ganz so bequem wie die originalen Socken, die ich da drin habe, die dicken. Aber sie halten eben meine Füße trocken. Nachteil ist natürlich, aus diesen Socken kommt auch nichts raus. Also es ist eine Lösung, bis man das Problem des nassen Schubs behoben hat. Also keine Standardlösung, mit der man loslaufen sollte. Aber man kann es so machen. Also, da brauche ich auf jeden Fall immer zwei Socken. Warum? Ich brauche irgendwas, zwischen dem die Reibung passiert. Und es ist immer besser, wenn die Reibung zwischen zwei Socken oder Schuhen, Socken passiert und nicht zwischen Fuß und Socke. Ja, so. Und dementsprechend machen auch zwei Paar immer Sinn. Ein dünnes Paar, ein dickes Paar. Und damit bin ich bei den einteiligen Stiefeln eigentlich ganz gut bedient. Das bedeutet auch, diese einteiligen Stiefel muss ich mir eventuell eine Nummer größer kaufen, weil ich muss ja mit diesen dicken Socken da rein. So. Diese Socken, egal welche, sollten nahtlos sein, gut in der Passform und so weiter, hoch genug. Das sind alles so Sachen, ich glaube, die sollten selbstverständlich sein. Aber wichtig ist eben die Kombination dünnes Paar, dickes Paar. Und das ist dann sozusagen mit diesen wasserdichten Socken als Notverlösung in einen nassen Stiefel, damit man da nicht noch damit ein Problem hat. Eine Lösung. Das Zweite, was ich machen kann, ist natürlich jetzt bei diesen Filzstiefeln, soll ich da auch ein paar dicke Socken anziehen? Nein, weil das macht ja der Filzstiefel. Das heißt, die mit Filzstiefel, die kaufst du dir genau so, dass sie passen, also nicht mit dicken Socken, und ziehst da rein ein dünnes Paar Socken, was eben schnell diesen Wassertransport hat und bequem ist. Also auch ein paar Merino-Socken oder ähnliches. Oder Material, was für dich, passend und angenehm ist. Und dann hast du davon eben noch ein zweites Paar mit. Und du hast ja ein zweites Paar von diesen Filzstiefeln hinten drin. Und damit bist du auch wieder für diese Situation zu nass und so weiter. Oder es muss rollieren, trocknen. Bist du da auch sehr gut gewappnet. Aber das ist halt der große Unterschied. Ne? Filzstiefel passend kaufen mit dünnen Socken. Einteilige Schuhe größer kaufen mit dicken Socken und dünnen Socken gleichzeitig anzuziehen. Was mir gerade noch einfällt, Material. Also, was ich immer wieder erschreckenderweise sehe, ist, dass Menschen, die in kältere Gebiete gehen, mit Baumwolle arbeiten. Also, wir können uns ja über ganz viele Materialien unterhalten, die ganz toll oder nicht toll sind. Aber eins steht fest, Baumwolle hat am Körper bei tiefen und sehr tiefen Temperaturen wirklich nichts, aber auch gar nichts verloren, weil sie saugen sich mit Wasser voll und dann kühlen sie und es kann zu echt ekelhaften Erfrierungen führen. Also Baumwolle ist absolut tabu. Das heißt, wenn du in wirklich kalte Gebiete gehst, minus 20 Grad und kälter, keine Baumwollunterwäsche, keine Baumwollsocken, keine Baumwollunterhemden, einfach nicht. Das ist einfach alles, was direkt auf der Haut ist, darf nicht Baumwolle sein. Such dir irgendein anderes Material aus, aber nicht Baumwolle. Ja, das war es jetzt auch schon wieder gewesen. Man kann sich natürlich jetzt noch mit diesen Materialien, ich habe gerade so viel über Baumwolle geschimpft, ja, das ist auch wirklich, wirklich gefährlich. Das darfst du nicht machen, aber es gibt natürlich jede Menge andere Materialien. Ich persönlich gehöre jetzt in das Lager der Merino-Wolle-Träger. Da bin ich total begeistert von. Sagen wir mal Merino am Körper und dann. So, jetzt habe ich gerade bei der Durchsicht des Videos oder des Videomaterials gesehen, dass also bei der letzten Szene der Ton in der Mitte auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, das Aufnahmegerät hat bei der Kälte schlicht und ergreifend da keine Lust mehr gehabt. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich hatte gerade noch erwähnt, dass Baumwolle am Körper definitiv zu vermeiden ist. Und ich persönlich, ich bin ein sehr großer Freund von Merino-Wolle. Das werde ich dann noch mal im Detail erklären, also wie man sich kleidet oder wie meine Erfahrungen damit sind, was ich da so nehme, bis zu welchen Temperaturen und so weiter. Das werde ich aber dann machen, während ich auf meiner Schneeschuhtour oben in Schwedisch-Lappland unterwegs bin. Und dann adäquat vom Polarkreis aus werde ich dann berichten, wie man das alles machen kann. Erst einmal tausend Dank fürs Anschauen des Videos. Entschuldige bitte, dass die letzte Szene jetzt nicht wie gewohnt aus dem Walde kommt, sondern hier von zu Hause. Aber ansonsten freue ich mich immer noch über einen Daumen hoch und würde es begrüßen, falls noch nicht geschehen,
dass du meinen Kanal abonnierst. Okay, ansonsten, was auch immer du jetzt noch machen wirst, hoffentlich ein weiteres Video von mir schauen. Und ja, viel Spaß dabei. Wir werden uns dann im nächsten Video sehen. Bis dahin, bleib gesund und auf bald.